Drama im Rostocker Ortsteil Krummendorf. In den frühen Morgenstunden am Dienstag ist es zu einem schweren Arbeitsunfall mit tödlichem Ausgang gekommen. Ein 67-Jähriger kam dabei ums Leben. Ein Nachbar, der Hilfe leisten wollte, starb ebenfalls. Wie die Polizei mitteilte, geschah das Unglück gegen 4 Uhr auf einem Privatgrundstück in der Straße Uppenwarnosand. Der Mann arbeitete in der Früh an einem auf einer Hebebühne stehenden Traktor. Offenbar, weil die Handbremse des Treckers nicht oder nicht richtig angezogen war, rollte dieser eine Rampe hinab und fiel auf den 67-Jährigen. Der Mann verkeilte sich zwischen Radkasten und Reifen. Die Frau des Mannes wurde auf den Arbeitsunfall aufmerksam und rief einen Nachbarn zu Hilfe. Beide versuchten, den eingeklemmten 67-Jährigen zu befreien. Zuvor verständigten die Ersthelfer noch den Notruf. Um die Rettungskräfte einzuweisen, lief der Nachbar an die Straße. Dort brach er jedoch bewusstlos zusammen. Offenbar erlitt er einen Herzinfarkt wegen der aufregenden Situation. Als Rettungswagen, Notarzt, Feuerwehr und Polizei eintrafen, lag der Helfer bereits regungslos auf dem Boden. Dort wurde er eine halbe Stunde wiederbelebt. Unter laufender Reanimation kam der 74-Jährige in ein Krankenhaus, wo er wenig später verstarb. Die Verletzungen des 67-Jährigen waren so gravierend, dass er noch am Unglücksort starb. Um diesen zu befreien, musste der Traktor mit der Hilfe von mehreren Feuerwehrleuten abgestützt und gesichert werden. Die Kriminalpolizei nahm umgehend die Ermittlungen zum Hergang des Unfalls auf.